Sie fliegen von Hamburg nach München oder von Köln nach Mallorca? Sehr gut. Dann können Sie nämlich ganz nebenbei bis zu 150 Euro verdienen. Klingt gut, oder? Dahinter steckt nämlich eine brandneue App. Mit der kann jeder zum Kurier werden und dann ganz einfach ein Paket auf seinem Flug mitnehmen. Wie das Ganze funktioniert, wir haben die App für Sie getestet. Der Name der App? Mule. Auf Deutsch Maultier. Die Idee, Reisende werden zu Kurieren und verdienen bares Geld. Aber würden Sie mit einem fremden Paket verreisen? Ich kann natürlich schon ein großes Stück von dem Flug auch sparen. Ja, vielleicht Flug umsonst. Da würde ich aber schon eher wissen wollen, was in dem Paket drin ist. Nicht, dass man irgendwie hier zum Schmuggler oder sowas wird. Gute Idee an sich, aber was ich machen würde, weiß ich nicht. Unser Reporter Elias probiert's aus. Er muss zu einem Termin von München nach Hamburg und testet dabei den neuen Service. Die App ist gratis. Für die Registrierung gibt er Handynummer, Name, E-Mail-Adresse und, das Wichtigste, eine Bankverbindung an. Je nach Gewicht und Distanz kann ein Kurier zwischen 30 bis 150 Euro pro Sendung verdienen. Zum Abschluss noch ein Lächeln für die Selfie-Kamera. So gibt es zu jedem Namen auch ein Gesicht. Fertig ist das Kurierprofil. Wir sind startklar. Doch bevor wir gleich mit unserem ersten Kurierjob loslegen, haben wir noch eine Frage an Francis, den Macher der App. Welche Vorteile haben wir von der App? Also, der erste ist, Reisen ist teuer. Wir dachten, das ist eine gute Gelegenheit für einen Zusatzverdienst, damit die Menschen die Welt bereisen und so mit ihren Bekannten im Ausland in Kontakt bleiben können. Der zweite Vorteil, es gibt überraschenderweise noch keine echten Kurierservices, die noch am selben Tag liefern. Die meisten bieten Overnight-Zustellungen an, was die Nachfrage der Konsumenten nach sehr schnellen und noch am selben Tag liefernden Kurieren nicht befriedigt. Da liegt Francis falsch. Es gibt schon Kurierdienste für denselben Tag. Allerdings kostet das für München-Hamburg aktuell ca. 700 Euro. Die App will wissen, wo wir starten. Und wohin es geht. Das Ganze klappt nur, wenn jemand zeitgleich auf derselben Route verschicken will. Es gibt einen Auftrag. Ganze 36,16 Euro bekommt unser Reporter für den Transport von zwei Eheringen nach Hamburg. Je schwerer das Paket und je weiter die Reise, desto mehr Lohn springt am Ende raus. Ein 1 Kilogramm schweres Paket über knapp 1000 Kilometer bringt in etwa 35 Euro. Ein 10 Kilo Paket über dieselbe Distanz ist für den Kurier schon über 100 Euro wert. Unsere Auftraggeberin heute, Schmuckhändlerin Maria. Sie will ihre Ware zügig, aber trotzdem möglichst preiswert verschicken. Mit der App zahlt sie nur 41,85 Euro und sieht sogar noch einen weiteren Vorteil. Was ich auch wirklich spannend finde, ist eigentlich unter dem Aspekt der, so der CO2-Reduktion, dass man einfach sagt, es sind Wege, die sowieso gemacht werden. Aber Ringe im Wert von 1000 Euro einem Fremden geben? Man hat ja ein Foto, das ist ja auch eine Voraussetzung, dass man wirklich ein Foto drin hat, wo man auch den anderen gut erkennen kann. Das heißt, also ich weiß schon auch im Vorhinein, wem ich meine Sachen mitgebe. Nicht nur Profilfoto, sondern auch Handynummer, Bankverbindung und E-Mail-Adresse gehen im Ernstfall an die Behörden, wenn ein Kurier auf dumme Gedanken kommt. Du kommst nicht weit mit meinen Ringen. Ich komme nicht weit mit deinen Ringen. Wir sind schließlich auch nicht hier, um Schmuck zu klauen, sondern um ehrlich Geld mit der neuen App zu verdienen. Auf geht's in Richtung Flughafen. Bis jetzt hat unser Reporter 20 Minuten investiert, um das Paket abzuholen. Kein schlechter Stundenlohn. Doch was passiert eigentlich, wenn im Paket nicht das drin ist, was ausgemacht war? App-Entwickler Francis hat sich für diesen Fall etwas einfallen lassen. Wir verlangen in unseren Nutzungsbedingungen vom Versender, dass sie den Kurieren erlauben, den Inhalt der Sendung zu inspizieren, bevor sie die Reise beginnen. Krass, kein Briefgeheimnis. Es ist tatsächlich komisch, fremde Post aufzumachen. Elias untersucht das Paket ganz genau. Okay, das geht mich schon mal nichts an. Ich muss aber jetzt trotzdem schauen, ob da noch irgendwo was anderes drinnen ist.
Okay. Also hundertprozentige Sicherheit habe ich natürlich nicht, aber selbstverständlich vertraue ich der Maria. Ich habe sie ja getroffen. Sie wirkt jetzt nicht wie jemand, der mir irgendwas unterjubeln möchte. Das wäre auch fatal, denn laut Zollverwaltungsgesetz ist der Überbringer von illegaler Fracht der Schuldige. Ohne Probleme kommt unser Reporter mit dem fremden Paket durch die Sicherheitskontrolle. Bis jetzt fühlt sich das Kurierdasein noch nicht nach Arbeit an. Auch wenn Elias mit dem Paket ein bisschen weniger Platz für das eigene Gepäck hat. Unser Flug nach Hamburg ist bereit. Bald liefern wir unser Päckchen ab. Dachten wir zumindest. Denn das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Unser Flugzeug hebt erstmal nicht ab. Deswegen müssen wir jetzt nochmals enteisen und danach sind wir bereit für unseren Flug nach Hamburg. Weil Empfängerin Anke nicht den ganzen Tag am Treffpunkt auf uns warten kann, vereinbaren wir per Anruf einen neuen. Für unseren Reporter bedeutet das eine halbe Stunde Umweg. Mit knapp 2 Stunden Verspätung startet Elias endlich nach Hamburg. Doch was, wenn der Kurier gar nicht am Zielort eintrifft? Wir hätten niemanden, der übernehmen könnte. Für diesen Fall fordern wir von den Kurieren, dass sie die Lieferung zu 100% zuverlässig zum Zielort bringen. Das heißt, auch wenn sich deine Pläne ändern, musst du trotzdem erst die Lieferung abschließen. Schafft man das nicht am selben Tag, können die Betreiber den Lohn sogar ganz streichen. Der Kurier trägt die Verantwortung für das Lieferversprechen. Außer natürlich, es gibt eine Erklärung für die Verspätung. Hallo Anke. Hallo Elias, schön, dass es geklappt hat. Eine Stunde hat unser Reporter für Abholung und Zustellung gebraucht und dabei 36 Euro verdient. Noch ein kurzer Check, ob auch alles da ist. Und die Lieferung bestätigen. Fazit: Mit einem 50-Minuten-Umweg haben wir 36 Euro verdient. In diesem Fall ein schnelles und daher gutes Taschengeld. Die Bedingung für den Erfolg der App jedoch: genügend registrierte Aufträge, Platz im Koffer der Hobbykuriere und ausreichend Zeit für Umwege.